Seite ist. Maus eben noch ein PCW, glaube ich, gespielt gegen Imaginary. Scoremäßig sah es da, glaube ich, gar nicht so gut aus. Aber mal gucken. Eingespielt dürften die Jungs sein. Und ich bin gespannt, wie sie sich hier gegen Navi präsentieren. Die ja hier eigentlich, muss man ja sagen, als Favorit sogar ins Spiel gehen. Haben ein sehr gutes Event gespielt in Wien. Stehen auch hier in der Starladder jetzt mit ganz oben. Glaube ich, haben noch kein einziges Spiel verloren. Und treffen jetzt hier auf die Mäuse, die, glaube ich, eins gewonnen haben, zwei verloren oder andersrum. So, Maus geht zumindest hier schon mal als CT in die Map. Eine Minute hat der Admin noch gefordert. Und das gibt mir Zeit, noch die Map einzustellen. Mirage.go. Zack, jetzt oben auch alles aktuell. Tabelle. So, ja, Navi auf Rang 3. 4 Siege aus 4 Spielen. 12 Punkte. Davor befindet sich nur 3D Max mit 13 Punkten, allerdings schon 7 Spiele. Und auf Rang 1 wird's gedacht. Nip mit 6 Spielen, 6 Siegen, 18 Punkte. Und Maus gerade auf Rang 11. Doch schon 5 Spiele, 2 Siege, 3 Niederlagen. 6 Punkte somit. Also haben wir hier Platz 3 gegen Platz 11 zurzeit. So, jetzt sind doch endlich auch alle ready. Tja, mal schauen, es könnte durchaus ein sehr spannendes Spiel werden. Wenn Maus hier gut ins Spiel findet, wobei sie auch gut in Comeback sind. Haben sie ja letztens gegen Virtus auch unter Beweis gestellt. Ebenfalls auf Mirage, also eigentlich gar nicht so eine schlechte Map für Maus. Gerade als auf Terror-Seite, fand ich. Wenn sie CT in den Griff kriegen, dann könnten sie durchaus als Sieger vom Platz gehen. So, und der Aufbau 2B pushen wird wieder. Boah, werden aber direkt abgehen von Starix. Kein guter Start. Haus noch angesagt. Haesa ist gar nicht. Boah, Döner auch direkt gestorben, Kerrigan. Ganz, ganz, ganz schwierig hier die Runde noch irgendwie zu drehen. Aber Nuki setzt mit den Fracken, kriegt doch keinen einzigen Hit. Sehr interessant. Boah, stark von André. Holt ihr das 3 gegen 3 raus? Boah, wenn Troubleday da jetzt noch am Connector aufpasst. Oh nein, er läuft ihm rein. Oh, oh, er überlebt. Was eine glückliche Runde gerade von Maus. Oh, es gibt den B-Go. Bombe ist im Haus. Starix noch mit der kleinen Chocoposi. Luki müsste ihn aber gehört haben. So, Avox müsste jetzt auch die Steps. Ah, sie gehen doch wieder A. Sind da über Keller hoch. Oh, Travelly City Base. Smoke wäre noch bei Senja. Oh, stimmt das leider gegen Starix. Luki mit seinem dritten in der Runde. Schön. Oh, die Nate könnte auch noch sitzen. Oh, ein Abriss ist da. Vielleicht nochmal drüber. Oh, schade. Macht aber Damage. Das kann Avox sogar machen. Oh, er gast. Nein. Wollte da die Bombe holen. Oh, aber Maus die Runde nochmal schön knapp gemacht. Sehr starke Runde von Nuki vor allem. Schade, dass es da so bitter losging. Ich glaube, die Pistol haben sie letztens auch schon gespielt gegen Virtus. Mit dem B-Push. Die hatten sie, glaube ich, sogar geholt. Ja, vielleicht dann hat Navi sogar Demo geguckt, wer weiß. Aber CT-Pistol ist ja zurzeit eh sehr, sehr schwierig zu holen. Kann man das sogar mit
Pistol Bang oder was? Ja, scheint so. So, sehr, sehr abwartender Aufbau. Maus zu viert am A. Nur Sonics B. Und Navi tastet sich über kurz. Splitten also B über Haus und kurz. Oh, mal schauen, ob Sonics da einen machen kann. Was? Das sah aber nach Headshot aus da am Ende. War aber keiner. So, Versuch von Kerrigan hier noch schnell zu reißen. Legt leider Fail. Hab uns noch in Mitte gemacht. Schade. Aber einen gemacht. Besser als keinen. So, nächste Eco. Denke mal, Kerrigan wird mal wieder mit AWP sehen. Kleine Falle dort. Vielleicht von Nuki. Ah, wartet auf den Contact von Trouble. Navi spielt da, glaube ich, nochmal das gleiche. Oder ihren Standard auf Bord, den sie bisher immer gemacht haben. So, schön, dass da nicht Insta die Flash kam. Man wartet da wirklich. Trouble lockt dort. Jetzt B kurz abgeflasht. Oh, sind leider immer noch nicht tot. Oh, jetzt vielleicht die Mitte flash. Oh, Navi schiebt aber gerade komplett Action. Oh, das kann Sonics jetzt auch eigentlich ansagen. Hört er den ein? Ah, den müsst ihr hören. Abruxter, Joker. Mal schauen. Vielleicht kann Kerrigan direkt Head. Ja, oh, auf 1 HP schießt er ihn runter. Oh, wie bitter. Jetzt kann er ihn finishen. Und Sonics kommt hier hinten über Haus. Oh, mal schauen, ob sie mit ihm rechnen. Zurzeit deckt niemand. Oh, Senja geht jetzt um. Ne, Markov ist das. Rechnen tun sie nicht wirklich mit ihm, aber... Ah, ist eine Bison gekommen. Will jetzt noch irgendwie versuchen... eine Waffe zu ziehen, aber kassiert direkt von Markov. 13-0, also Navi. Leider hier kein Eco-Win für Maus. Aber das ist, glaube ich, auch sehr schwer auf Mirage. So, was habe ich gesagt? Kerrigan mit Arme. Entschuldigung. Leicht veränderter Aufbau. Wenn Kerrigan da ist. So, Nuki noch kurz. Das ist ja gefährlich. Merkt er jetzt auch, zieht sich auch weg. Sehr schön. Trouble übernimmt mit Connector. Kerrigan da fast am Carry. Man kassiert direkt von Zeus. Irgendwie unverständliche Pose, warum man nicht direkt hinten am Kerrigan steht. Und Nuki setzt am Z die Steps, die Hits. Ob Box noch einen am A machen können. Oh, stirbt jetzt am Forest. Oh, ganz schwierige Runde für Maus. Schön gemacht und. Oh, nice. Schöne Einzelaktion von Sonics. Und Bombe schiebt gerade Richtung B. Das können sie sogar machen, haben sogar einen minimalen HP-Vorteil. Kit bei Nuki. Schade, dass sie jetzt hier auf A spekulieren und B gerade rausgeht. Oh, Problem ist auch Markov mit der Awe. Boah, das wird trotzdem noch richtig schwer. Equipment hat Nuki noch. Oh, einen hat er, glaube ich, gesehen am Jail. So, mit Markov. Oh, er ist im Jail. Ah, und hittet leider.
Oh, das setzt noch nichts ganz schwer. Oh, Makelov ruft sogar aus. Boah, schön rumgezogen eigentlich von Starix. Oh, er hat kein Kit, das müsste er noch bei Nuki picken. Oh, er gibt ihm Headshot. Also richtig krasse Einzelaktion eigentlich von Sonix in der Runde. Sehr starkes Aiming. Gut umgeschossen, gut, sehr viel Schaden gemacht, zwei Frags. Aber hat leider nicht für die Runde gereicht. Bitter, Mann. 4-0 für die Ukrainer. Die Frage, ob Maus schon im Bootcamp ist, ich nehme an, ne, ich glaube mal nicht. Siehe Pinks. Ich weiß auch gar nicht, ob er angedacht ist. Also ich hoffe es mal. Aber Copenhagen Games ist ja doch noch ein Stück weit weg. Einen guten Monat, gut 4 Wochen. Oh, Aprox hat einen Step gemacht. Und Senja scheint das nicht gehört zu haben. Oh, sieht er jetzt drei. Oh, jetzt kann er naschen. Wie lange erwartet? Eins. Ah, nur einen gemacht. Man zieht sich quasi komplett weg. Die beiden Mittelspieler ziehen da auch direkt ab, um ihm da zu helfen. Dann Maus gerade komplett aufs Eder, auf sich allein gestellt. Jetzt Sonics mit am Connector. Schön, der Spieler jetzt endlich mal gefallen. Und Sonics hat eine AK. Vielleicht sogar noch ein bisschen was drin in der Runde. Ne, jetzt liegt eine gute Smoke. Sonics sollte vielleicht einfach gleich. Boah! Schöner Headshot. Jetzt haben beide sogar eine AK. Und sollten die auch wegsafen? Finde ich. Oh, die Grenze ist einfach zu krass. Spätestens jetzt. Also Sonics sollte noch eigentlich die Smoke nutzen, finde ich. Aber warum nicht die beiden geschenkten Waffen sparen? Ich meine, klar hat man Geld und so, aber am Ende bringt das dann doch immer mal mehr noch irgendwie eine weitere Runde. Schade. So, jetzt aber mal bitte anfangen, Runden zu gewinnen. 5-0. Ist noch nichts gegessen. Da kann man auch ganz gut zurückkommen. Der Navi spielt auch fast jede Runde was Neues, aber Maus hat sich für einen Push entschieden und er ging bisher super auf. Für irgendeinen Keller den Frag gemacht. Aprox, eine sehr schöne Posi. Schade, dass ihm jetzt keiner reingelaufen ist. Oh, jetzt. Es sah gerade so aus, als ob die weggehen. Also ganz, ganz komische Runde von Navi. Und Nuki auch Senja am A gespottet. Die anderen beiden sind Mitte oben. So, nix übrigens auch von hier gebannt. Also sehr coole Sensor, muss man sagen. Gibt's bestimmt ein paar nette Positionen, wo man ganz gut durchhitten kann. So, Navi jetzt Richtung Action. Wir können einen machen. Ah, den zweiten macht er leider nicht, aber macht gut Schaden. Jetzt eine Flash für Trouble. Dann kann er nochmal rumziehen. Da gibt sie. Boah, er gibt wieder Headshot. Also ein bisschen bitter für Trouble vielleicht heute. 006. Gibt zwar, man teilt zwar immer ordentlich aus, aber reicht leider nicht für einen Frag. So, und jetzt ganz wichtig mit Dreimann bitte zu überleben. So, und jetzt einfach ihn nicht legen lassen und vor allem keinen Frag mehr geben. Sehr schön. Also, erste Runde für Maus. Geht doch. Mal was riskiert. Mit dem Push. Sehr schön dagegen agiert. Gegen den Aufbau von Navi. So, zack. Verlieren sie eine Runde. Ich bin sie direkt schnell A an. Rosi habe ich schon Trouble schon mal gesehen. Da war Aprox dann am Spot. Genau, und machen dann dieses Kreuzfeuer. Und Trouble steht auch komplett defensiv. Jetzt würde mich interessieren, wann man ihn sieht. Ja, es gibt den Go. Aprox
Ist den ersten gesetzt. Schön. Mal jetzt rumziehen. Ich habe den ersten Kill gemacht. Oh! Und direkt 3K in einer Runde. Es sah gerade aus, als ob er stirbt. Aber Spray dann doch noch gereicht. Schön den Argo aufgehalten. Zweite Runde in Folge. Und Navi muss in die Eco. Die jetzt bitte einfach nicht dumm abgeben. Und doppelt sogar am B. Wie ist kurz gedeckt? Okay, der hat Kevin wahrscheinlich gespottet. So, Bombe zieht jetzt auch mit nach. Edward. Also ein bisschen am Gammeln. Schön rübergezogen direkt von Uphawks, damit noch viel Damage gemacht. Kevin vom wieder da vom Feuerkissen. Schon wird halt wieder gut aus. Oh, krass. Wie knapp die Runden auf einmal wieder wird. Schöne HE. So, Spot, Spot, Spot. Jetzt bekannt, dass er Spot ist. Uiuiui, bitte AW jetzt einfach mitbringen für Kerrigan. Boah, da wurde die Runde aber mal knapper als die davor sogar. Und das gegen die Echo. Na, Edward weiß ja selbst, dass er viel Damage gegeben hat. Wieder im Push. Boah. Aber Refake sitzt. Kerrigan kann er leider nicht viel machen. Jetzt. Sehr schön. Also Maus blockt er komplett kurz. Gefällt mir. Frags sitzen auf. Von daher geht das schon mal gut auf. Trumbly stirbt leider mal. Also heute wirklich nicht so ein überragendes Spiel, wie man es von ihm gewohnt ist und erwartet. Schöne Flash von Sonics. Oh Mann, ey. Sie hitten so oft so viel. Hauen so oft so viel Schaden raus. Boah, krasse Gegenfläche von Navi. Boah, Kerrigan sieht da halt null. Oh, er sieht immer noch nichts. Jetzt erst wieder. Oh, was ein Fehler von Zeus. Er hätte halt so easy da Kerrigan. Was? Er hätte so lange schon den Frag setzen können, meine Herren. Oh, und der Diffuse geht durch. Krass. Also die Runde war mal mehr als verschenkt von Navi. Aber Maus mich 4 Runden in Folge. Das kann sich sehen lassen. Gefällt mir, wie sie da Mitte aggressiv blocken. Wenn Trouble jetzt noch ein bisschen besser ins Spiel kommt, bei ihm der Knoten platzt, dann könnte man ja echt noch die Halbzeit gewinnen. Vielleicht sogar 9-6, 10-5. Sogar noch möglich. Wieder diese Doppel. Kerrigan deckt die Mitte, deswegen kann Nuki da natürlich auch relativ früh helfen. Er zieht nur Anti-Boost. Und einer müsste dann eigentlich Connector schon. Ah, okay, macht Trouble. Aprox, Trouble Action schon drin. Trifft gleich auf Senja. Oh, was ein Waffenswitch. Er zieht den Frag nicht, aber wieder low geschossen. Aprox, Nuki stehen in der Mitte. Komm schon. Holen wir. Oh. Ach, diese Nades. Er braucht da Hilfe. Bekommt auch von Kerrigan. Sehr schön. Aprox pusht auch A-Haus. Also sie wissen gerade gut, was abgeht. Und Sonics noch am B. Hat noch eine Nade. Hoffentlich... Jetzt hat er sogar die Chance, alle zu machen. Nate sitzt noch. Einer raus schon gesprungen. Oh, schlechter Laufweg. Er war ein bisschen überfordert. Das ging ihm dann doch zu schnell. Und jetzt das 3 gegen 3. Aprox kommt über Haus. Da deckt Edward ab. Das dauert aber sehr lange. Und spätestens jetzt, da der Frag fällt,
Aber Edward zielt, er hat wahrscheinlich Apox gehört und er sieht natürlich auch eher den Schatten. Somit auch den leichten Frag gesetzt. Haben beide Kids. Oh, Kerrigan verschießt leider und jetzt kurz der letzte. Kerrigan oben links. Schön, schönes Meat Shield. Nein! Oh, richtig gut gespielt eigentlich von Kerrigan. Stellt sich dann noch vors Mate, hittet aber leider den Schuss nicht. Aber richtig gut gemacht. Schönes 3 gegen 3 noch rausgespielt. Also, runtergespielt, meine ich. Wenn Sonic da halt noch einen macht, dann haben sie die Runde. Bitter. Er hätte mal sogar ausgleichen können. Jetzt zieht Navi wieder ein bisschen davon. 6 zu 4. Maus, dadurch, dass sie viele Runden in Folge gewonnen haben, nochmal kaufen können. Nuki stirbt. Kerrigan am Eck gefangen. Lässt sich selbst raus. Kommt da auch weg. Sehr gut. Navi gerade wieder mit zur Mitte schieben. Sonny kommt kurz mithelfen. Eine B-Spieler kommt Keller. Zieht man jetzt ein Kurzbild auf, ist die Frage. Kerrigan über dem B. Mitte blockt man weiterhin. Apox da allein am A. Also Maus steht gar nicht so schlecht. Sonix wäre halt früh am B da, wenn Kerrigan da einen macht, Sonix noch einen. Dann sieht das gar nicht so schlecht aus. Trubly wäre auch gar nicht so spät da. Und Kerrigan trifft den ersten. Sorry, dass ich da nicht direkt drauf war. Ganz gute Gegenfläche auch noch gehittet. Und Sonix macht auch einen von kurz, macht sogar zwei. Und jetzt Kerrigan. Verschießt da leider den Schuss. Kann ihn mit Kill 2000 aber finishen. Und Edward, letzte im Haus. Bombe ist nicht geplantet und kassiert nochmal von Kerrigan. Schön. Sehr stark den Bego aufgehalten. Nice. So will man Maus doch sehen. Das sieht alles sehr solide aus. Take this, Hater. Und schneller Argo. Eco. Oh, schönes Spray. Trouble. Nice. Hat auch sogar 6 Tracks mittlerweile. Vom Score sogar gleich mit Apox. Ansonsten alle Mausspieler relativ nah beieinander, bis auf Nuki, der sticht hier ein bisschen heraus. Denke auch gerade durch die Pistole vorhin. Aber auch sonst macht eigentlich jeder ein gutes Spiel. Bis auf Trouble, der am Anfang mit Schwierigkeiten hatte, ist jetzt aber auch besser reingekommen. Durch die Eco natürlich auch nochmal ein bisschen Motivation getankt. Maus steht zu dritt am B, gehen jetzt gemeinsam kurz vor. Oh, Navi spielt schnell was über Connector. Zumindest der einen schon abgestellt. Oh, Obacht. Aber Maus weiß eigentlich ganz gut, was abgeht. Wissen, dass nichts in der Mitte ist. So, der Connector-Spieler wird halt sehr entscheidend werden. Edward ist das. Jetzt einen gesehen, Kerrigan verschießt. Aus oben. Oh, wird schon richtig low geschossen. Apox gestorben. Oh, das sieht nicht gut aus. Jetzt. Ah, Edward war es halt wirklich, der die beiden Frags gemacht hat. War da wahrscheinlich sehr lange ungesehen, aber Maus. Setzt auf einmal die Refrags. What the fuck? Ey, ich schreib's nicht, aber hey, Maus führt auf einmal 7-6. Link, Bro. Ja, also, Edward war da echt, war komplett unangesagt. Sehr strange, dass Navi die Runde nicht gewonnen hat. Ach, Kerrigan ziemlich treffsicher. Teilweise mit der AWP. Vorhin gut den Short Distance Shot. Aber ansonsten. So, Sonix teilt am B gegen die Eco aus. Schön geaimt, schöner Support von Nuki mit der Flash immer. Smogs noch mal nach. Vielleicht sogar
wieder die Chance aufs Ace. Nee. Aber gut B aufgehalten. Edward, letzter, irgendwie heute oft LMS. Machen wir nette Lens durch die, durchs Fenster. Und Aprox darf sich dann plus 1 auf seinem Tod abholen. Auf seinem Todzähler. So, letzte Halbzeit. 8-6 auf jeden Fall noch drin. Was glaube ich? 9-6. So, wieder Mitteaufbau. Dieser Standard von Navi. Mit Senja allein Action oder halt Haus, je nachdem. Hätte sich verkauft oder echt die. Oh, jetzt den Headshot. Nice. Oh, Nuki auch kurz den Frag gemacht. Jetzt B leider gestorben. Oh, nice. Und zack ist Navi dezimiert. Apox schon Action durchgepusht. Und Navi spielt gern nochmal so einen Push. Und da kommen sie jetzt auch echt. Schauen, Apox. Er kommt weg. Schön. Nate sitzt auch noch und jetzt nur noch Markelov. Posi ist bekannt. Nuki pusht auch direkt Haus. Helgen kann da Mitte zielen wieder. Ah, oh, da geht's gar Mitte. Und da läuft der Kerrigan ins Fadenkreuz. Maus nach einer 5-0 Rücklage hier noch das 9-6 gemacht. Sehr, sehr stark. Sehr schöne erste Hälfte. Und das ohne Pistol. Ah, klar, 5-0 hinlegen. Das ist klar, dass sie keine Pistol hatten. Trotzdem sei das nochmal hier erwähnt. So, ein Spot und dann geht's weiter. Zweite Hälfte. Maus gegen Navi. Na, wie immer noch das Mirage-Trauma von Wien. Dark Passenger ist Starrix auf jeden Fall. Oh. Zeiten von Nips sind vorbei, jetzt kommt Maus, ja. Lol, bam. Nasenspray-Werbung. What the fuck? Nun gut. Also ab in die Pistole. Maus auch B orientiert. Gibt es Sitz von Navi. Jetzt kann er den ersten setzen. Er war, glaube ich, wirklich richtig blind. Und jetzt der Goal mir kurz. Boah, was eine Runde von Starrix. Schöne Headshots mit P250. Und jetzt der Plant wird sehr, sehr. Was? Alter, was sie mal heute drücken. Gefällt mir. Daumen nach oben. Schade, dass die Bombe down ist. Ah, schöner Push. Das hat Edward vorhin schon gemacht. Also auch wieder was gelernt hier mit dem Bücherregal da zu arbeiten. Kannte ich so auch noch nicht. Oh, schade, Mann. Aber die zweite Pistole, die Maus nochmal richtig knapp macht. Vorhin eigentlich ein ähnlicher Verlauf. Schien aussichtslos. Und dann kommen sie einfach nochmal zurück. Am Ende reicht es dann halt leider nicht. Aber hey. Falls man hier das Spiel gewinnen sollte, hat man beide Pistols verloren. Und das heißt schon mal was. Aber noch ist es ja nicht gegessen. Schöne Flashes von Maus. Haus sogar raus. Legt instant. Ach, schade. Plant wird vereitelt. Und Nuki wird da noch gemacht von Senja. Schade, aber immerhin ein bisschen was überlegt. Ich meine, wenn Navi da ein bisschen anders steht, vielleicht ein bisschen defensiver oder so, oder irgendwie blind ist, kriegen sie einfach zwei Frags, können Bomben legen und dann eine sehr erfolgreiche Eco spielen.
Aber Maus entscheidet sich zu kaufen. Oh, interessant. Spielen das wahrscheinlich einfach nochmal. Ich habe die Action. Ich habe die oben fest weggesetzt. Nice. Beide A-Spieler tot. Da hat zu viel Risiko wahrscheinlich eingegangen. Also ich meine, ohne Grants und alles. Man kann sich halt eigentlich nie sicher sein, ob der Gegner nicht vielleicht doch kauft. Das Zeus richtet sich auch ein bisschen auf. Sonics müsste auch beide ansagen können. Ah, Runde wird mal leider richtig knapp. Kerrigan ist low. Nuki ist low. Chubbly oben im Haus, eine der entscheidendsten Posis zusammen mit Aprox. Und Aprox überlebt. Oh, Navi geht's helfen. Schön. Kauf direkt ausgezahlt. Beide Frags instant gesetzt am A. Okay, es soll sich dann wahrscheinlich hier oben. Konnte sogar jetzt noch einen machen. Also besser kann es echt nicht laufen. 10 zu 8. Navi wird wahrscheinlich aber hier nochmal tief in die Tasche greifen. Durch die zwei gesaveten Waffen. Und das andere doch eigentlich kaum Sinn machen. Maus einfach nochmal Richtung A. Gar nicht so schlecht. Senja mit einer Waffe. Zeus wieder an der Leiter. Oh, sendet halt instant Hits aus. Oh, Ekasten übernimmt auch. Oh, diesmal steht Navi gut. Selbst mit dem Lower Crip. Oh, und jetzt werden sie einmal komplett auseinandergenommen. Und hier lag zumindest ein Smoke. Und Navi huntet sogar instant. Schade, ey. Eine krasse 5-Runde von Navi. Ach, bitter. Jetzt muss Maus wahrscheinlich sparen. Ja, sollte aber hier nur eine Eco. Es sollte bei einer Eco bleiben. Drei Spieler haben danach auf jeden Fall Geld. Mal schauen, ob Kerrigan in die zur AWP greift. Einen gemacht. Schieben nochmal komplett Action. Ah, Bombe aber. Im Connector down. Ein netter AE von Makelov, um da den potenziellen Push aufzuhalten. Ich wollte echt nochmal über Mitte schieben. Stellen da Kerrigan ab. Nicht so eine schlechte Idee. Laufen jetzt leider ins Feuer von Edward rein. Man kann den Preempt dann nicht mehr. Also Ausgleich, 10 beide. Maus 3 haben auf jeden Fall Geld. Die anderen beiden 3, 4. Das ist die Frage. Man überlegt echt gerade. So, eine wird gelegt. Apox spielt hier mit Galil. Galil, Smoke Flash, Mini-Weste, also schön eingekauft von Aprox, gutes Money Management. Oh, man lässt Kerrigan Mitte allein. Oh, ein Action für Offensiv. Krasse Gear Flash von. LOL! Aprox könnte ihn echt noch machen mit der Unterstützung von Sonics oben auf dem Dach. Und noch einer direkt Action reingepusht. Oh, Maus wartet ab. Navi schon sehr, sehr A-lastig. Edward macht gerade Mitte einen Move. Kriegt keine Fläche. Gute Chance, für Kerrigan den Frag zu setzen. Setzt ihn auch. Vielleicht ein kleiner Fehler bei Navi. Da sieht man gerade den Connector-Spieler, wie er eine Flash oder eine Grand gerade wirft. Also wenn der vorher ihm eine Flash gibt, dann hat Edward da den Frag. Also Navi hier nicht so abgeklärt,
unterwegs. So, Smokes kommen. Flashes kommen. Oh, gegen Nate kommt auch. Aber trotzdem, Maus hat die Überzahl. Starmix nimmt noch einen. Die Bombe bei Nuki kann jetzt nicht gelegt werden. Oder gebankt. So, schlechter Plant eigentlich für Action. Jetzt müssen halt die Fracks fallen. Oh, die fallen aber nicht. Jetzt kann Sonic zeigen, was er kann. Oh, er zielt da auf, wirklich auf Mini-Mini-Mini-Köpfchen. Och, und Maus gibt die Runde echt ab. Kassieren da zu viele Hits aus dem Connector. Obwohl da eigentlich ein Smoke lag. Ich verstehe es nicht ganz. Bitte. War wenigstens Bombe gelegt. Das könnte, also, man könnte sogar nochmal kaufen. Tut man auch. So, und diesmal was Richtung A spielt er quasi so die Navi-Taktik. Doch, Keller. Wird wohl doch am Ende ein A-Split. Fällt mir auch. Oh, kassieren leider. Frack von Makelov. Oh, schöner Refrack. Sehr, sehr, sehr stark gespielt von Nuki. Hat auch ein gutes Aim, der Junge, muss man sagen. Also an alle, die da Zweifel hatten, ob er hier mithalten kann. Ich denke, das hat er in letzter Zeit bewiesen, dass er das kann. So, Trumbly stirbt dagegen die Pose von Zeus. Lässt sich, denke ich, mal ein bisschen ärgern. Kommt dafür mein Geschmack aber auch ein bisschen zu früh. Oder er hat damit gerechnet, dass seine Mates schon weit davon sind. Wenn er da als Abfucker kommt, hat er, denke ich, mal mehr Chancen, nur Zeus zu machen, wenn Zeus sich kurz auf den Connector konzentrieren muss. So, nur noch Nuki gegen 3. Boah, gibt nochmal einen schönen Headshot. Nice, macht den zweiten und 1-1, Senja. Leg bitte safe. Oh, gut. Das kann Nuki machen, ja. Doppelflash, wenn er ihn jetzt spottet. Oh, nicht ins Feuer laufen. Eine Flash. Sitzt gar nicht. Zweite Flash. Sitzt auch überhaupt nicht. 10 HP gegen 27. Nuki sogar mit minimalem Vorteil. Er muss ihn nur einmal hitten. Und er hittet ihn. Sogar Headshot. Krasse Runde von Nuki. Krasse 4K, Mann. Alter. Aber leider wieder nur durch Einzelaktion gewonnen. Trotzdem super stark. Solche Runden braucht man natürlich auch. Aber wie gesagt, Trubly, wenn er da ein bisschen später kommt, oben im Haus, dann sieht der Go besser aus, wenn er danach ein bisschen wartet. Ja, ich meine, er wird da natürlich auch immer dazulernen. Wenn er da wirklich immer Haus spielt, wird er da schon so seine Moves entwickeln, wie er dagegen bestimmte Poses rumgehen kann. Ich denke mal, das nächste Mal wird er da auch besser pre-aim oder so, keine Ahnung. So, Maus spielt die gleiche Taktik nochmal. Starlix traut sich am B was? Ist da in der Trace-Posi? Ich weiß gar nicht, ob es Trace war, der da mal stand, ich glaube. Irgendwie erinnere ich mich, die Posi das erste Mal gesehen zu haben und ich glaube, Trace war es, der dann den Go einfach easy weggefischt hat. So, Mitte wieder eingenommen. Vielleicht diesmal Move über kurz. Eine Mini-Dönemann bespricht sich, glaube ich, gerade, wo man jetzt letztendlich hingeht. Kelgit spottet da einen. Ja, jetzt ist der Bego. Man muss das Eck checken. Man muss das Eck checken. Man checkt es nicht. Apox, guck doch mal in das Eck. Reflex kommen aber. Nice. So, Trouble macht von hinten einen. Er sprayt, aber setzt den Frag. Überzahl für Maus. Bombe muss erst noch gepickt werden. Oh, jetzt tut man noch gegen Makelov. Oh, man weiß. Oh, 101. Ich wollte gerade sagen, wer weiß, dass Trouble von hinten kommt. Unverständlich, warum Makelov da nicht zielt. Senja auf Spot, er holt, macht's gut, macht's gut. 3 Sekunden noch. Oh, 1 Sekunde. Och, und die Zeit ist schon abgelaufen. Oh, wie knapp das war. Krass. Oh, wenn er da wirklich rechts weiter rumzieht, dann sieht er ihn und kann ihm vielleicht Headshot geben. Oh, was für knappe Runden.
Aber so ein Spiel lieben wir doch alle. Oh, Maus muss mal komplett sparen. Sollten die Zeit auch nutzen, um sich zu besprechen. Charlie hat sogar eine AK. Hat er da auch am meisten Geld. Also schön mit den Glocks gearbeitet, um vielleicht irgendwie Navi-Spieler zu locken. Charlie kann da echt einsetzen. Hat jetzt leider schon viel zu viel Hits gefangen. Stirbt jetzt gegen Kurz. Bombe wird auch super schwer zu legen. Ist noch nicht mal gepickt. Oh, Abox macht rein. Dann kannst du die Deko 2 gemacht, Edward Lowe. Besser als nichts. Vor allen Dingen natürlich immer wichtig, gute Ekos zu spielen, um den Gegner früh in eine Eko dann zu drängen, wenn man eine Runde gewinnen sollte. Hey. Oh Gott, hier der Sound von dem T. Oh, Navi mit der Push. Kerrigan. Oh, krasses Head. Krasser Headshot von Edward. Schaubilly versucht da direkt was zu machen. Senja City Base. So, Maus schiebt gerade weg. Schieben in die Mitte. Haben wir auch noch genügend Smokes? Schaubilly wird von Markelov abgeaimt. Konnte jetzt fast einen Flex setzen, hat zwei angesagt. So, kommt der Gold oder nicht? Oh, stirbt jetzt. Oh, Mates gehen über kurz. Oh, und dann kassieren sie gegen Navi. Ach, ist das bitter. Das wird wahrscheinlich wieder eine 5er-Runde. Und das drückt Zeus im Headshot. Mann, Mann, Mann. Ey, da spielt Navi einmal so einen Push. Und Kerrigan stand ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ich denke, wenn er eine Fläche kassieren würde, wird er direkt hier in dieses Eck gehen. Und er stand ja wirklich nur. Also, man hat wirklich ganz, ganz wenig gesehen. Edward ist halt einfach so krass und gibt ihm direkt. Aber diese Mitte-Pushes sind sehr, sehr effektiv in Go. Muss man einfach mal sagen. Ich denke, da müssen sich die Ts noch ein bisschen was einfallen lassen. Der Smoke ist ja wirklich perfekt. Die Nades von Navi auch auf dem Spot. Das ist ja aber auch irgendwie durch Smoke sehen. Das ist krass. Ach, und Navi mit dem Draw. Aber Maus kann hier noch ein paar Runden machen, auf jeden Fall. Mann auf dem A. Okay, wir gehen jetzt noch das erste Mal mit Awe. Krass, wird er von A einfach abgeflecht. Bio ist jetzt gestorben, also. Navi baut doch so gut um, variieren da richtig gut. Der Contact über kurz wird also ein B-Split, vermutlich. Kerrigan hat den Fuß gesehen. Oh. Oh, wie so Pech, ey. Krass, und Makelov pusht einfach mit A bevor. Zeus kommt auch rum, gibt Head. Trouble 1, Trouble leider keinen zweiten. 16-11. Gratulation an Navi. Wirklich ein unglaublich gutes City-Spiel. Schade, Mann. Hätte ich mir ein bisschen mehr Action gewünscht von Maus. War eigentlich gar nicht so schlecht aufgebaut, aber ich denke mal, sie werden ihre Lehre aus dem Spiel ziehen. Trotzdem haben wir ein schönes Mausspiel gesehen, vor allem die erste Hälfte hat mich
sehr überzeugt mit dem Comeback aus dem 5-0 noch einen 9-6 machen. Ist ziemlich stark. Leider hat es dann am Ende nicht gereicht und Navi hat sich jetzt doch als Favorit durchsetzen können.